Guten Tag, willkommen zurück zu Dragon Quest. Wir machen hier weiter. Das letzte Mal haben wir Ayla kennengelernt. Gute Frau, wo ist er denn? Steht ja auch irgendwo rum. Da ist er. So, und wir machen uns weiter in die nächste Schlacht. Oh, ich freue mich. Ja, wir sind im Begriff weiterzugehen. Was? Nein? Ach doch. Sorry. Immer automatisch auf Nein, wie es natürlich in manchen Spielen der Fall ist. Warum das nie auf Ja ist, habe ich nie verstanden. Ach ja, guten Ladescreens. Aber ich finde, die gehen auch von der Ladezeit her. Da habe ich schon Schlimmeres gesehen. So, Ingenieur. Das ist also der Generator. Keine Sorge, wir werden gut drauf aufpassen. Wir haben die Stadt ja von Monstern gesäubert, also wird es hoffentlich keine Ärger geben. Nichtsdestotrotz dürfen wir nicht nachlässig agieren. Wir haben nach wie vor kein klares Bild davon, wie weit sich die Monster ausgebreitet haben. In der Tat, und deshalb werden uns einige meiner treuesten Gardisten beistehen. Wird es irgendwelche Monster wagen, sie uns zu nähern, werden sie stark kosten. Chief, we're detecting another space-time anomaly somewhere within the town. Das ist wieder so ein Portal-Dingens. Ein Lightmore. One of those Moorkeeper creatures must have snuck in somehow. It would seem so. Then this place will soon be awash with monsters. Friends, to arms! Dann ist dann natürlich unser erstes Ziel, ist ja klar. Gastverbündete, die ohnmächtig geworden sind, mit dem Yggdrasil-Blatt wiederbeleben. Nähere dich zu einem gefallenen Freund und drücke A. Okay, alles klar. Ich spiele erstmal mit Lucien weiter. Wir können natürlich die Charaktere auch wechseln, das haben wir das letzte Mal ja gelernt. Vorne ist noch keiner in dem Ding. Na, keiner. Ein weiterer. Die greifen ja immer in verschiedenen Wellen an. Das wissen wir ja mittlerweile. So, und der beschwört wieder ein Portal. Zwei Stück sind es diesmal. Greifen von beiden Seiten also an. Captain! Auf ein Wort, Hauptmann. Oh, I've got a little something for you. It's only a prototype, but I'm fairly confident it won't explode. Without going into too much detail, it extracts the essence of defeated monsters and compresses it into something resembling a coin. You can use these coins, or monster medals, as I call them, to summon those same monsters to fight for you whenever you feel like it. Not bad, eh? Look out! So this is a monster medal. Okay, time to put the theory into practice. Well, go on. Give your newfound friend a call. So müssen wir das natürlich praktizieren und ausüben. So, mit Hilfe der Monstermedaillen kannst du die Flut angreifender Feinde aufhalten. Fensterstellen sind westlich und südlich des Generators aufgetaucht. Die Monster wollen ihn von zwei Seiten angreifen. Und dich darauf konzentrierst, die Monster aus dem Finsterschlund im Westen zu bekämpfen, ist der Generator angegriffen vom Süden, schutzlos ausgeliefert. In solchen Zwickmühlensituationen kannst du mit Hilfe einer Monstermedaille einen Kumpel herbeirufen, der eine bestimmte Route für dich bewacht. Die Paaren, die mit Monstermedaillen herbeigerufen werden, kämpfen an derselben Stelle weiter, bis ihre LP ausgeht. Wir können dir die Zeit verschaffen, die du brauchst, um dich dem verbleibenden Finsternisschlund oder Finsterschlund zu befassen. Indem du Monstermedaillen mit Bedacht einsetzt, kannst du mit heiler Haut davonkommen. Wenn es einmal bremslich wird, kümmere dich jetzt rasch darum, den Generator zu beschützen. Alles klar.
Wir rufen stehen jetzt herbei. Herbeirufen. Da sind sie nämlich schon. Rather than get bogged down with lengthy descriptions, why don't you just give it a spin? Searing Slash! Inferno Slash! Der Schundwäschner muss halt dran glauben. Der ist halt das Übel hier. For a few more details on monster medals and how they work, you can take a look in the menu. Inferno Slash! Why not give it a glance when you have a moment? Der Kumpel macht auf jeden Fall schon mal gute Arbeit, aber diese Portalwächter halten halt echt viel aus. Die sind nicht ohne. So. Du hast eine Schleimmedaille gefunden. Wie oft rekrutiert? 1, wa? Posten Größe 1. Attackiert Angreifer mit einem Schleimschlag und verteidigt Bot an seinen Posten. Okay, wir können ihn auch herbeirufen. Hier kommt die letzte Welle. Da haben wir noch eine Münze. Sehr geil. Das heißt, wir könnten rein theoretisch noch einen herbeirufen. Das heißt also, es sind neue Elemente, die dazukommen, die auch ein bisschen strategisches Denken erfordern. Beziehungsweise das Herbeirufen jetzt von Monstern, die wir selber einfangen. So, haben wir geschafft. Der Portalwächter ist da. Ich hab den anderen Schleim jetzt auch nochmal herbeigerufen, einfach so. Weil es cool ist. Oh, das Spiel macht so Spaß. Das ist der Wahnsinn. Da ist noch eine. Da ist eine Schleimmette-Medaille gefunden. Ah, das ist also dieser Orange, ne? Okay. Einfach abhaut. Der hat keine HP-Leiste mehr. Jetzt ist er fertig. Und meine Ulti ist auch voll. Geschafft. Schlurky. Na, wie ist es, Schlurky? Strategy is the key to victory. Ja, kurz einen Schluck Kaffee trinken. Wow, die Monster von unserer Seite. Dass die Monster von unserer Seite stehen, klasse. Das fühlt sich an wie in guten alten Tagen. Das ist schon noch gar nicht lange her. Naja, fast. Und leider nur für kurze Zeit. Sollten die Dinge wirklich wieder so werden, wie sie einmal waren, müssen wir herausfinden, was hinter den nächsten Ereignissen steckt. Ach, wirklich? Ich hätte geklippt, alles sei bereits am besten Wege. Wieder so zu werden wie früher. Komm vor, Medici. Dass es prinzipiell möglich ist, unsere früheren Freunde dazu zu bringen, Vernunft anzunehmen, ist ein Beleg dafür, dass eine Lösung für das Problem existiert. Glaubst du wirklich? Okay, dann müssen wir eben unseren Bestes geben, den Schaden wieder gut zu machen. Ich werde alles dafür tun. Aber genug von Monstermedaillen. Es gibt dringendere Dinge, um die wir uns kümmern müssen, nicht wahr? Wir haben es geschafft, den Generator in der Nähe des Labors zu bringen. Kehren wir zum Lager zurück, ruhen uns aus. Meine fähigen Forscher werden hier alles weiter erledigen. So, und wieder zurück zum Lager. Wie gesagt, das Spiel funktioniert zumindest bis jetzt eher nach so einer Schema F. Wir gehen in den Raum, erledigen alle Monster mit neuen Fähigkeiten. Thank you so much. Und damit alles gut. Danke euch allen, der Generator ist in Sicherheit. Ohne euch hätten wir das niemals geschafft. Ja, meine Liebe, da gibt es nichts zu danken. Es versteht sich doch von selbst, dass wir zur Seite stehen. Genau so ist es. Dieses letzten Endes waren ja deine Monstermedaillen, die uns den Unterschied ausgemacht haben. Unser Sieg macht Mut. Aber ich kann nicht umhin, das Verhalten der Monster äußerst bedenklich zu finden. Warum sollten sie den Generator zerstören wollen?
Das ist eine gute Frage. Vielleicht sollten wir sie von der Energie hier imitiert angezogen. Ich werde das genau analysieren müssen. Aber konzentrieren wir uns zunächst auf die anstehende Aufgabe. Sobald der Generator sich ins Institut ist, haben wir alles, was wir brauchen, um die Welt stillvoll zu erkunden. Wir werden es nicht bereuen, hier dabei geholfen zu haben. Versprochen. Yo, Levelaufstiege haben wir. Und lauter Krams. So, lass doch mal schauen. Erschienenes. Talentpunkte. Wähle den Charakter, dessen Talentpunkte du zuweisen willst, ne? Die anderen haben natürlich wesentlich mehr, weil ich die vorher nicht auswählen konnte. Wir gucken erstmal, was so Lucien und noch so geht. Was haben wir dann hier noch so? Wir könnten unser Leben noch mal ein bisschen aufpushen. Push. Plus. Da. Kostet alles zu viel. Nee, bei Lucien spare ich mir das noch ein bisschen. So, wir haben Rita. Wähle das Talent, das du lernen willst. So. Ruft einen frostigen Tornado, beide Feinde himmelwärts schleudert. Er reißt den Boden, Eissplitter und schlägt Feinde zurück. Er ist ähnlich wie bei Lucien, halt nur mit Eis. Erweitert den Wirkungsbereich von Kaltsprung. Wollen wir ja auch ein bisschen mehr Leben geben, frage ich mich gerade. Ja, ich denke schon. Was haben wir denn noch so besondere Effekte? Steigert das Geschick ein wenig. Steigert die Ausdauer um 5 Punkte. In der Luft X halten, um auf Feinde zu springen und dabei Saltos zu schlagen. Das ist interessant. Kostet nur 3. Ich denke mal, ich sehe mich mal. Was haben wir hier? Locker Angriffe genau, um einen richtigen Augenblick, um sie zurückzuwerfen. Okay, es ist eine Parade. Erweitert den Wirkungsbereich von Kalt-Lip. Während Schleuderhieb Y halten, um einen Sprungangriff auszuführen. Okay. Während Eishieb Y halten, um den Schaden zu steigern. Okay. Ja, wir haben noch keinen Frosthieb, aber vielleicht sollten wir den mal erlernen. Ich denke mal, das mache ich mal. So, und wir haben noch 5 weitere Punkte. Die könnten wir auch noch rein investieren. Das ist halt die Frage, was sich lohnt. Das ist neu, aber es kostet 20. Alter. Das können wir auch noch nehmen. Das klingt eigentlich gut. Mit dem Sprungangriff. So, ihn haben wir auch noch. Was hat er so? Projiziert ein Portal, das Feinde erst einsaugt und in der Folge fortschleudert. Kündige ich das Kommando, kracht ein massiver Meteorit vom Firmament. Oder. Das ist natürlich geil. Ich könnte es mir rein theoretisch auch skillen jetzt, aber es kostet 15 Punkte, ne? Ja, aber nur 17. Habe ich keine mehr. Und der seltene Stein lässt die Konzentration Verbündeter schneller steigen. Ah, das ist geil. Ich denke, das nehme ich. Das kostet zwar 6, aber egal. Das ist eine coole Eigenschaft. Drücke Y und dann X, um Feinde mit einem Schlag auf den Boden zu werfen. 8 Punkte kostet das. Ihm geben wir auch mal mehr Lebenspunkte. Ich glaube, das ist am Anfang wirklich wichtig. Also, vermute ich jetzt. Ich weiß es nicht. Danke, die Stärke um 5 Punkte. Achso, das ist so... Das hat jeder, glaube ich. Nur für Dorik. Bei ihm kostet es irgendwie mehr, habe ich das Gefühl. Also, was haben wir da? Block im rechten Moment, um schnell einen Konter auszuführen. Okay. 8 Punkte haben wir noch. Was kostet das hier? 6. Projiziert im Portal. Ja, komm, das machen wir mal. Die zweite Fähigkeit auf Y. Weil die haben noch keine zweite Fähigkeit, sehe ich gerade. Also, Lucien hatte die ja schon von Anfang an. Guck mal, sie hat sogar... Aha, guck mal, die hat sogar 2. Dafür hat sie keinen X-Angriff. Ein flammender Feuervogel stürzt auf sich auf ahnungslose Feinde. Ja, schlimmer. Mäht Feinde von dir mit einem glänzenden Bumerang um. Das nehmen wir auch mal. So, da hat sie was. Verlängert die Wirkungsdauer von Feuervogel. 20. Oh, je, je. Oh, je, je.
So, ihr geben mir natürlich auch mehr Lebenspunkte, damit sie nicht als Einzige keine Lebenspunkte mehr erhöht bekommt. 12 haben wir noch. So, schauen wir mal, was es hier noch so gibt. Mit Maximum LP um 10. Stärkert die Wirkung von Arkanonen und Ballisten. Okay. Nun ist es bloß so erheblich länger unverwundbar. Okay, das sind so Dinger, die haben jeder. Erleichtert die Aktivierung von Bimmerang. Bimmerang ist das hier, ne? Oder? Ne, Energiewurf. Ich weiß nicht, was Bimmerang ist. Oder wird wahrscheinlich Bumerang sein, oder? Wo ist der Bimmerang? Ich nehme das mal. So, 3 haben wir noch. Komm, und ihr geben wir nochmal einen Lebenspunkteschub. So, Lucien, lassen wir das erstmal. So, weil er 4 hat, ne? Oder kann ich die für irgendwas hier einsetzen, zufällig? Was nicht so teuer ist. Ich würde meine Lebenspunkte nochmal ein bisschen mehr steigern, ne? Gut, machen wir mal. Einen haben wir damit noch. Okay. Dann werde ich erstmal zu der guten Frau gehen und speichern. Ich möchte meine Beichte ablegen, danke. Ja. Diesen hier. Kann ich noch ein bisschen Schluck von meinem Kaffee trinken, bevor er kalt wird. Ich nehme gerade ziemlich früh morgens auf, aber ich habe vor, eine längere Dragon Quest Session zu machen, deswegen. Hm. Ah, muss ich konzentriert bleiben. Nein! Danke. Was hat er hier? Watcha! Ich hab keine Kohle! Nichts! Kann ich irgendwas verkaufen? Ja, nur die Sachen, die ich ausgerüstet habe, als anderes unverkäuflich. Ich hatte noch ein Schuppenschild. Warum hat den Rita nicht? Be lucky. Warte mal. Hä? Ja. Kostümstandard. Gibt's noch andere? Achso, ich kann Ritas Charaktermodell sogar drehen. Hm. Okay. Lassen wir das erstmal. Was ist mit ihm hier? Achso, das ist, das hat er uns schon mal gesagt. Na gut, gespeichert haben wir. Dann gehen wir wieder weiter in die Quest. Ja. Yeah. Ich habe mich ja nun aufgelevelt und verstärkt, beziehungsweise meine Talente verteilt. Genug Kohle habe ich noch gar nicht, um mir was Neues zu kaufen. Schade eigentlich. Ich habe mich gerne mal neu ausgerüstet. Müssen wir wohl ein bisschen sparen. Geht nicht anders. So, die nächste Welle. Chefin, der Transport des Generators wurde unterbrochen, um der Ursache verdächtigen Geräusche auf den Grund zu gehen. Kaum hatten wir angehalten, wurden wir von Monstern angegriffen. Es tut uns leid, Chefin. Wir hätten vorsichtiger sein sollen. Tja, das ist nicht gerade optimal. Wir sitzen hier auf dem Präsentierteller. Das kannst du aber laut sagen. Wir können uns aus drei Richtungen attackieren. Ein harter Kampf steht uns bevor. Vielleicht. Aber taktisch kluger Einsatz von Monstermedaillen sollte uns ermöglichen, den Ansturm aus der einen oder anderen Richtung einzudämmen. Ausnahmsweise stimme ich dir zu. Okay, lass uns die Monster mit Elden so effizient wie möglich einsetzen. Remember our strategy. Inferno Slash. Ich werde Monster mit Elden hier platzieren. Ich habe keine. Inferno Slash. Searing Slash. Einer ist down. Perfekt. Da liegt eine Monstermedaille. Die hole ich mir. So, den rufen wir hier herbei.
Derweil kümmere ich mich hier um diesen Part. Lauter Schleimis! Hui! Die sind doch viel zu niedlich, um sie kaputt zu machen. Schade, dass ich mein Ultimate verliere, sobald ich dann in ein neues Areal vordringe, quasi. So, wir haben einen hier platziert. Da ist eine. Hier ist eine. Da ist auch noch eine. Wir sammeln erstmal ein, was hier noch ist. Blasenschleim. We must take every care not to let them land a blow. Go forth! Serve me well. Searing Slash! Inferno Slash! Das ist schon fester. Searing Slash! Inferno Slash! So, der muss weg hier. Mein Ulti ist bereit. Kann ich rein theoretisch einsetzen. Mach ich aber noch nicht. Erstmal sammle ich noch die Coins hier ein. Die Monster-Coins. Aber ich bin voll. Ich kann keinen mehr hier platzieren. Jetzt setze ich meine Ulti ein. So, gucken wir mal. Hier müssen wir lang. Ich hab noch Zeit für den Todesstoß. Jetzt. Ich glaube, das macht am meisten Sinn, hier hinzugehen und den Todesstoß auszuführen. Dann werden sie natürlich alle auf einmal gefletscht. Der Schlumpfwächter ist down. Sehr geil. Ich kann keiner mehr aufnehmen. Will their onslaught never cease? I fear we may not be able to keep up. Courage, friends, courage! One final push and the day shall be ours. Die bewachen hier schon alles. Hier kommt die letzte Welle. Ich kann mal herbeirufen. Okay, jetzt kann ich. Ihn hier. Geht nicht. Ach so, weil ich keinen mehr hab, oder was? Okay, der ist erledigt. Da ist was. Das haben wir geschafft. So, die restlichen Monster hier. Der ist auch down. Da ist der noch. Der große. Der ist auch fertig. Nice. Da haben wir noch eine Münze. Wie sieht man denn nochmal Monster an?
Ach so. So, fertig jetzt. Jetzt ist mal gut hier. Stufenaufstieg. Nice. Nice. My strategy was flawless. Hurra, Freunde. Ihr habt eurem Königreich einen großen Dienst erwiesen. Und der Sieg über die Monsterhorden ist Stoff, aus dem die Legenden gemacht werden. Puh, einen Moment lang war ich wirklich besorgt, aber am Ende hatten wir es geschafft. Natürlich habt ihr das. Daran habe ich keine Sekunde gezweifelt. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis der Generator im Institut installiert ist. Ja, das Ganze ist jetzt immer noch so ein bisschen Tutorial-Phase, muss ich sagen. Also, hat nicht gedacht, dass es so lang geht, beziehungsweise, ja, komplex ist das Spiel bisher noch nicht wirklich, aber mal schauen, was noch so kommt. Also, ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, ich kenn's ja nicht, deswegen schauen wir mal, was noch auf uns zukommt. So. Jede Menge Krams gekriegt, wir sind wieder im Lager. Cool, dann gucken wir natürlich mal als erstes Talentpunkte. 4 Stück. Haben wir natürlich nicht uns leisten können. Naja, was heißt nichts, aber doch. Stärke die Ausdauer um 5 Punkte. Stärke und Maximum MP. Rupft einen erfrischenden Regen herbei, der alle Statusleiden lindert. Das ist cool. Das ist eigentlich geil. Ich glaube, das nehme ich. Könnte uns später vielleicht mal ganz nützlich sein. So, Dorik hat 5. Was ist mit ihm hier? Log im Regiment, um einen schnellen Konter auszuführen. Joa. Komm, ihm geben wir auch nochmal ein bisschen AP nach oben. Ja, die zwei lasse ich mal. Da können wir auf jeden Fall später nochmal ein bisschen was verbessern, wenn wir mehr Punkte haben. Kann ich mir denn was Neues leisten? Wie sieht's denn aus? Wir können uns die Waffe für Dorik leisten. Die Tanzstange. Das klingt so falsch. Oder hier gleich den Stachelknüppel. Ich glaube, den Stachelknüppel gönne ich ihm mal. Ja. Ja klar, rüsten wir ihn aus. Oh yo. So, und ich verkaufe mal die andere Waffe, wenn das geht. Nee, ich kann die anderen Sachen nicht verkaufen, weil es unsere Standardausrüstung ist. Schuppenschild. Achso, den hat sie schon ausgerüstet, oder wie? Ja, aber da steht, dass ich ihn verkaufen kann. Oder ich habe keinen zweiten Schuppenschild gekauft. Kann natürlich auch sein. Ja. Für Rita. Oh yo. Cool. Alles klar. Damit sind wir wieder blank. So. Wir speichern natürlich nach jeder Schlacht erstmal wieder. Ja. Die sind hier. Amen. Cool, danke schön. Nein. Alles klar, liebe Freunde. Das war's jetzt mal von der Folge Dragon Quest. Ich hoffe, es hat euch bereits Spaß gemacht. Und ja, ihr habt Spaß an dem Spiel. So, ich für meinen Teil werde jetzt mal gleich weitermachen. Wir haben schnell was zwischen die Zähne rammen und dann geht's auch schon weiter. Alles klar, macht es gut, bis zum nächsten Mal.